Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute für mich einen wahren Helden da und dieser Held hat sogar eine Lösung, um bei Arthrose eine Möglichkeit anzubieten, wie man schmerzfrei gehen kann. Und das zeige ich Ihnen gleich. Bleiben Sie dran, wir sind gleich für Sie da. So, willkommen zurück. Mein Studiogast ist ein Unternehmer, es ist der Karl Müller. Man kennt ihn nicht nur bei uns in der Schweiz, man kennt ihn verunter in der halben Welt. Herzlich willkommen, lieber Karl, schön, dass du da bist. Danke, Alexander. Sag nichts. Ich weiß, du sagst, du bist kein Held, aber du bist es. Und das musst du einfach stehen lassen, weil du hast so vielen Millionen Menschen geholfen, indem sie mit ihrem Bewegungsapparat anders umgehen lernen. Und das ist wirklich ein Erfolg, den du einfach verdient hast. Und diese Anerkennung bleibt stehen bei mir, zumindest. Jetzt dann darfst du wieder ich reden. Mal nix. Ja, lieber Karl, das Thema Arthrose ist ja ein Problem, was ja viele Menschen betrifft. Ich glaube, hauptsächlich in einem gehobenen Alter, so ab 50, 60, oder? Würdest du das ungefähr auch sehen? Ja, das kann man so sagen. Mhm. Wobei der Begriff Arthrose halt zum Angstbegriff geworden ist und wird auch bewusst oder unbewusst als solcher benutzt, um Menschen dazu zu verleiten, sich operieren zu lassen. Ja. Wobei es keine Studie gibt, die sagt, Arthrose muss wehtun. Es gibt auch keine Korrelation zwischen Schmerzen und Arthrose. Es gibt viele Menschen, die haben keine Arthrose und große Schmerzen und umgekehrt. Also vor Arthrose muss man überhaupt keine Angst haben. Es ist in fast, wenn wir die Kniearthrose als Beispiel nehmen, fast allen Fällen möglich, sofort schmerzfrei zu gehen. Und das schauen wir uns jetzt an, ganz, ganz wichtig, das Thema Arthrose. Also ich meine, es ist eine Diagnose, wie du sagst, die Leute haben Angst, es ist nicht behandelbar. Nur mit orthopädischen Operationen, wie es so oft heißt, aber in Tat und Wahrheit ist es auch so, dass man die meisten Operationen tatsächlich noch verhindern kann, wenn man jetzt ändert, sein Gehverhalten ändert. Und dann schauen wir uns gleich das Bild an, was du da mitgenommen hast, speziell das Skelett. Darf ich dich bitten, da ein paar Sachen zu sagen? Ja, es ist ja so, dass wir für das Barfußgehen in der Natur gebaut sind. Wie man links sieht, die Füße bewegen sich ganz kräftig, bewegen sie sich durch diesen unebenen Naturboden hindurch. Ja. Das ist nicht immer gleich. Manchmal ist das Stein, manchmal Sand, manchmal Wiese. Für die ganz verschiedenen Untergründe sind die Füße gebaut mit ca. 30 Knochen und etwa 30 Muskeln, damit sie sich dem Untergrund anpassen können. Mhm. Wenn wir aber in unserer zivilisierten Welt das ganze Leben praktisch immer und überall nur auf flachen Böden gehen, dann können wir nochmals zurück. Ja. Klar, Entschuldigung, ich habe das falsch gedrückt. Dann degenerieren die Füße. Die entwickeln sich zu einem Klappfuß. Das ist das Bild rechts vom Skelett. Rechts sieht man, der Fuß, der macht eine kurze Berührung am Fersen und dann klappt er nach unten. Mhm. Anstatt das, wie man beim linken Skelett sieht, zuerst der Schienbeinmuskel aktiviert wird, dann wird die ganze Muskelkette in Beinen bis in den Rumpf vorgespannt. Und der kräftig abrollende Fuß wirkt sozusagen wie ein Stoßdämpfer für die Knie. Man sieht dann die Knie links beim linken Skelett, wenn man die vergleicht mit dem rechten Skelett, rechts einen riesigen Schlag und das links ist das ganz sanft, wie Balsam. Und das heißt, genau wenn du einen Arthrose-Patienten jetzt in diese Stellung hinkriegst, so zu laufen wie das linke Skelett, dann baut sich der Schmerz sukzessive ab. Er baut sich nicht nur sukzessive ab. Bei 98 bis 99 von 100 Menschen habe ich
immer erlebt, dass wenn sie ganz vorsichtig, langsam in dieser Art gehen, wie links, das heißt auf weich elastischem Untergrund geht's am besten, nicht nur weich, weil wenn man in weichen Schuhen geht, dann wird man noch passiver, das fordert einem nicht kräftig abzurollen. Wenn man aber auf einer Matte zum Beispiel geht, die weich und federnd ist, oder auf einer dünnen Matratze, kann man das auch probieren. Und sanft abrollend geht, spürt man sofort keinen Schmerz mehr. Weil dieser Reiz, der ein Leben lang, dieser schlagende Reiz, sofort verschwindet, sind auch in fast allen Fällen die Schmerzen sofort weg. Jetzt geht es nur noch darum, dass man dieses schmerzfreie Erlebnis, dass man das in den Alltag integriert, dass man jeden Tag möglichst so geht, so weich, elastisch, abrollend, dass die Füße als Stoßdämpfer für die Knie wirken und dann kann man von einem Tag weg kann man per sofort schmerzfrei gehen. Wie das geht, werden wir nachher noch anschauen. Aber beim rechten Skelett finde ich noch ganz wichtig zu sehen, wir haben hier die Knie, aber auch die Hüfte und dann oben noch das Genick, was ja so Punkte sind, wo ja sehr vielen Menschen immer wieder wehtut. Ja, was der Fuß macht, macht auch das Knie. Mhm. Und was das Knie macht, macht auch die Hüfte. Mhm. Wenn die Knie gebeugt sind, dann ist automatisch auch die Hüfte nach vorne gebeugt. Wenn die Hüfte nach vorne gebeugt ist, dann gibt's auch diesen Zug vom Kopf, der zwischen 6 und 8 Kilo schwer ist, auf den Nacken und verspannt schlussendlich die ganze Wirbelsäule. Mhm. Man sieht dann auch, dass der Armschwung nicht funktioniert, während beim linken Skelett, ach ja, genau, die in der Brustwirbelsäule eine Rotation den reaktiven Armschwung auslöst, passiert das links, rechts nicht. Ja. Und beheben kann man das durch das kraftvoll abrollende Gehen mit den Füßen, indem der Schienbeinmuskel angespannt wird. Eigentlich dort ist die Ursache. Dann möchte ich gleich zu dieser Folie gehen, wo mich so unglaublich fasziniert, wo man genau sieht, wenn ich jetzt den linken Bein anschaue, wie diese Schläge auf die Muskulatur kommen. Also das linke Bein, nur das linke Bein, oder? Also das rechte Bein auf der linken Seite meinst du wahrscheinlich, oder? Der linke, der Adidas-Schuh da, das darf ich nicht sagen. Genau. Da sieht man also, ja die Muskeln, oder? Beim linken Bild, beim rechten Bein. Man schaut. Ja, genau. Linke Bild. Richtig. Es ist ja so, dass die Muskulatur das Skelett steuert. Ja. Die Aufgabe der Muskulatur ist ja, das Skelett zu steuern. Sei das eine Armbewegung, dasselbe ist natürlich mit den Beinen. Mhm. Und jetzt, wenn aber die Muskulatur, die das Knie, die Bewegung des Knies steuern muss, wenn die Sekundenbruchteile außer Kontrolle gerät, man sieht, dass die schlägt sich so richtig, die Muskulatur schlägt so hin und her, ja, dann kann man sich vorstellen, wenn die Muskulatur die Kontrolle über das Gelenk verliert, ein Sekundenbruchteil bei jedem Schritt, den ganzen Tag, das sind dann irgendwann beim 40. Lebensjahr 50 Millionen Schläge, wobei wir hier ja nicht einen harten Schuh genommen haben, es ist ein weicher Turnhallenboden und ein weicher Turnschuh. Und trotzdem gibt es diese Schläge. Rechts haben wir das behoben, indem wir einen Schuh haben, wo zwischen dem Fuß und dem Schuh drin ebenso ein weich, elastisch, federndes, das ist wichtig, weich nützt nichts. Das sieht man ja links. Es muss zurückfedern, weil nur beim Zurückfedern aktiviert sich die Muskulatur automatisch. Und man sieht es ja am Bein, die Muskulatur springt nicht, oder? Springt nicht,
dann kann eben, dann wird im Gegenteil, weil die feinen Muskeln aktiviert werden, von Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel und auch die Haltemuskulatur, alles, die ganze Kette aktiviert wird durch das elastisch federnde Material, wird das Kniegelenk, das rechte Kniegelenk, bekommt Stabilität, wird stabil. Bekommt diese Schläge nicht mehr, der Reiz ist weg und in den meisten Fällen ist auch der Schmerz weg. Heißt, rechtes Bein, wenn jemand Arthrose hat und tagtäglich mit diesen Schlägen wieder konfrontiert ist, wird die Entzündung nicht kleiner, sondern viel größer. Und sie wird immer schlimmer und schlimmer. Die wird immer schlimmer, der Knorpel baut sich immer mehr ab, hat natürlich dann auch noch mit der Ernährung zu tun, wenn man in saurem Umfeld baut sich der schneller ab als im alkalischen Umfeld. Aber die Bewegung ist schon ganz entscheidend. Und allein mit dieser Bewegung kann man dann übrigens auch den Knorpel wieder aufbauen. Das gibt das Wolffsche Gesetz von 1892 vom Dr. Wolf, der das herausgefunden hat. Knorpel kann, entgegen vielfältiger Meinung, kann wieder aufgebaut werden durch richtige Belastung des Knochen- und Knorpelgewebes. Beim Knochen gibt es dann eine Knochendichteverbesserung und beim Knorpel wird der wieder aufgebaut. Es ist nicht der gleiche Knochen, Knorpel ist ein anderer Knorpel, aber der ist genügt. Möglich. Ja, ist möglich. Unglaublich. Ich gehe mal eins weiter. Erzähl, was haben wir hier? Das ist... Diesen Mann links habe ich heute auch gesehen, also so einen ähnlichen Fall, der lief genau so. Ja, das ist Yusuf Hassan Abdi, ein Minister von Kenia, der auf den wurde ein Anschlag verübt. Er wurde 32 Mal operiert, es war alles kaputt an seinem Bewegungsapparat. Und nach 2 Jahren Rollstuhl ist er dann etwa so gegangen, sein Leibarzt in London, der Dr. Andy Goldberg, ist ein ganz bekannter, einer der bekanntesten Chirurgen in England, hat ihn zu uns geschickt. So ist er gekommen wie links. Dann haben wir ihn mal auf einer weich elastisch federnden Matte gehen lassen. Da würde man denken, da wird er instabil. Das Gegenteil ist passiert. Er wurde dann durch das unbewusst, durch dieses abrollende, kräftig abrollende Gehen der Füße, ist er stabiler geworden. Er hat von sich aus einen Stock weggelegt und konnte dadurch stabiler gehen. Ja, man sieht ganz deutlich. Man sieht, da viel weniger. Ja, ja, klar. Ja, Riesenerfolg. Auch wenn der Preis etwas hoch ist. Ach, das ist, da gehe ich nochmals zurück. Das nächste, liebe Zuschauer und Zuschauer, das ist eine Videobotschaft von Professor Dr. Karl Hecht, den ich sehr gut kenne, ein großer Fan bin von ihm und er ist auch ein begeisterter Träger von Schuhen, die zurückfedern und wir holen uns jetzt schnell das Statement ein, was er dazu sagt. Auch wenn der Preis etwas hoch ist, würde ich sagen, das macht sich bezahlt. Ich habe alle anderen Schuhe jetzt, die ich hatte, ausrangiert und habe nur noch den Keyboard-Schuh. Und den trage ich von morgens bis abends. Den trage ich bei Vorträgen. Den trage ich also auch, wenn ich stehe. Und das gilt also für die Senioren genauso. Denn sie brauchen einen weichen Gang, einen elastischen Gang. Und damit bekommt man auch mehr ein jugendliches Gefühl. Super schön. Der Professor Dr. Hecht, Professor Dr. Hecht ist ja mittlerweile, glaube ich, 97 wurde im Februar. Ja. Er trägt diese elastisch federnden Schuhe ja jetzt seit 7 Jahren, praktisch immer und überall. Und er ist einer von vielen, die bestätigen, dass das natürlich extrem angenehm ist, wenn man nicht mehr auf harten Böden gehen muss, sondern wenn das plötzlich so abrollend, elastisch federnd wird und natürlich den Gang aufrechter macht, wie man das Skelett gesehen hat, den Gang aufrechter macht und die Gelenke stabilisiert. Also völlig logisch. Eigentlich kann man an dieser Stelle beim Thema Arthrose schon aufhören, aber du hast noch ein wunderbares Beispiel gebracht. Wir haben schon darüber geredet. Hier sieht man ja in dieser Folie,
diesen Unterschied, genau hier, zack. Also es springt zurück. Hier tauchen wir ein. Ja, und so wirkt halt dieser Fuß dann mit seinen 30 Knochen und 30 Muskeln. Und hier ist ganz furchtbar, oder? Zasch, diese Schläge, ja, oder? Genau. Gegenüber und der diesem. Fuß wirkt eben als Stoßdämpfer für die Gelenke. So wirkt der Fuß als Stoßdämpfer für die Gelenke. Und wenn man halt nur in normalen Schuhen auf harten Böden geht, dann gibt's halt jedes, bei jedem Schritt einen Schlag, was schlussendlich Arthrose bewirkt. Weißt du, ich finde, Abnutzung der Gelenke. Ich kann mir nicht satt sehen an diesen schönen Bildern, weil es so logisch ist, was ich hier sehe. In der Natur hätten wir kein Problem, auf Matten hätten wir kein Problem, aber mit diesen Schuhen, wie wir da draufhauen und diese Schläge auslösen, es ist so logisch alles. Ich habe das gut gemacht, ich bin echt stolz. Schweizer Technologie. Aber eigentlich ist es entstanden in deiner anderen Heimat, wo du lange Zeit gelebt hast, wo du das beobachtet hast in der Natur und diese Technologie dann auch dort schon in die Welt hinausgetragen hast. Ja, ich habe 20 Jahre in Südkorea gelebt und eigentlich habe ich nicht das abgeschaut den Naturvölkern, sondern ich habe selber gemerkt, wenn ich mit meinen Knieschmerzen, mit meinen Achillessehnenentzündungen, Rückenschmerzen auf diesen weich elastisch federnden Reisfeldern gehe, der Reis wächst ja im Wasser und nach der Ernte wird, oder vor der Ernte wird das Wasser abgelaufen. Und dann, wenn es ein bisschen trockener wird, dann ist dieser Lehmboden, wo der Reis drin gewachsen ist, so ein bisschen elastisch federnd, sind meine Schmerzen verschwunden. Dann habe ich mir gedacht, dieses so Reisfeldgefühl, das möchte ich eigentlich überall, möchte ich das haben. Genau. Ich bin gespannt, was kommt. Ich habe ja die Präsentation noch nicht so gesehen. Diese Bilder kennen wir alle, leider. Das ja. Sind immer wieder geplagt. Ja, viele Menschen realisieren halt leider zu spät, dass man etwas machen müsste und auch etwas machen könnte. Das Einzige, was man weiß, ist, wenn man Knie, Hüft, Schmerzen hat, Arthrose hat, dass man dann operieren sollte. Und ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich bin überzeugt, dass eine Operation die nächste nach sich zieht und dass man halt erstens mal anders gehen sollte. Man hat dann einen schnellen Soforteffekt, aber man muss das auch gut trainieren. Also das Automatisieren, der Gang muss neu gelernt werden. Und dann haben wir das Hilfsmittel der Schuhe natürlich dazu. Aber es ist auch ebenso wichtig, dass man Muster, die aus dem Alltag gekommen sind, vom häufigen Sitzen, viel zu vielen Sitzen, die Verklebungen, man sieht, die Leute sind alle nach vorn gebeugt, daran muss man auch noch arbeiten. Darum sind weitere Maßnahmen, sind Übungen, Streckübungen, weil man immer gebeugter wird. Da gibt's alle mögliche von Streckübungen, da gibt's auch gute Internetseiten, wo man Dehnungsübungen. Ich bin noch mehr ein Fan eigentlich von Übungen in der Arbeit zu integrieren, als separate Übungen und am Abend und am Abend zu machen. Zum Beispiel die Asienhocke, es könnte sein, dass das nächste Bild. Okay. Das ist wieder ganz was anderes. Das lassen wir auch gerade kurz laufen. Ja. Ich komme dann vielleicht zu den ergänzenden Übungen noch einmal zu reden. Also ich habe auch einiges integriert. Ich habe mir ein Stehpult gekauft. Ja. Und arbeite jetzt im Stehen. Das ist eine Möglichkeit, dass man auf einer weichelastischen Matte steht. Dann vielleicht am Anfang nicht gerade den ganzen Tag. Wenn man das kann, ist das kein Problem. Aber es kann sein, dass man dann vom Sitzen ins Stehen, dass man, wenn man den Wechsel zu schnell macht, dass das dann halt Verspannungen im Lendenwirbelbereich gibt, da muss man sich ein bisschen bewegen während dem stehenden Arbeiten oder halt immer wieder mal maximal 20 Minuten sitzen. Ihr habt ja diese Shops weltweit. Sind dort die Leute auch so qualifiziert, dass man diesen Leuten, diesen Menschen, nebst dem richtigen Schuhwerk auch ein paar Übungen zeigen kann?
Ja, klar. Unsere Shops sind ja nicht Schuhläden oder Mattenverkaufsläden, sondern unser Personal ist ausgebildet, um den Menschen eben Alternativen zum Operieren aufzuzeigen. Und die kennen Übungen, die können einem anleiten, wie man gehen lernen muss, was man beim Wechsel von Sitzen zu Stehen beachten muss, weil es eben erste Reaktionen geben kann, natürlich. Und dann arbeiten wir mit Physiotherapien und mit Arztpraxen zusammen. Also für jeder Zuschauerin und Zuschauer, der sagt, mein Weg geht jetzt nicht überschneiden und operieren, ich muss das anders lösen können, die wären jetzt eigentlich hier bei einer anderen Methode angelangt, die total logisch ist und Sinn macht für mich, und könnten hier eigentlich Hilfe aus ihrer Not finden. Ja, auf jeden Fall. Und die brauchen aber auch eine Anleitung dazu, weil der Wechsel, gerade wenn man schon älter ist und Verklebungen hat, wenn Faszien schon stark verklebt sind, wenn man Verkürzungen hat in den Muskeln, schon wichtig, dass man das ganze Konzept, dass man nicht nur ein Produkt kauft, sondern auch weiß, wie das im Alltag zu integrieren. Noch was tut. Ich mag mich an eine Aussage von dir erinnern, aber vielleicht auch falsch. Ist es nicht möglich, dass die Leute den Schuh auch testen können irgendwie? Ja, man kann die Schuhe auch 2 Wochen ausprobieren. Habt ihr so Testversionen? Wir haben Probierschuhe, die werden desinfiziert, man kann die wieder zurückgeben, anstandslos, man verpflichtet sich zu nichts. Wenn man das Gefühl hat, das sei jetzt doch nichts, dann hat man die Möglichkeit. Aber man kann es 2 Wochen testen? Ja, 2 Wochen kostenlos draußen überall tragen und kann sie wieder zurückgeben. Ja. Übrigens eine Möglichkeit, das System zu integrieren, ist natürlich auch am Stuhl anders zu sitzen. Ja, bitte, lassen wir das. Das ist unglaublich, ich kann kaum zusehen. Mir tut das weh. Mir hat es vorher weh getan und jetzt tut es nicht mehr weh. Ich hatte auch hochgradige Kniearthrose. Ich könnte jetzt ein paar Übungen zeigen. Eine davon ist, im Schneider- oder im Lotus-Sitz zu sitzen. Das kann man natürlich nicht von heute auf morgen. Das braucht 2-3 Jahre, bis man das kann. Aber wenn man beweglicher wird, wird man auch schmerzfreier. Ich sage, jeden Tag denke ich einmal an dich oder zweimal. Nicht nur beim Schuh anziehen und beim Joggen oder auf dem Trampolin. Ich habe immer wieder dich in diesem Sitz so vor mir, wie beweglich, dass man wieder werden kann. Obwohl man sehr unbeweglich mal war, es geht. Nicht von heute auf morgen, aber es geht. Es ist möglich, es ist viel, viel mehr möglich, als man denkt, weil der Körper unterstützt einem. Der Körper selbst hat Selbstheilungsprozesse. Er will beweglich werden, weil wenn er nicht beweglich ist, dann ist das Risiko auch größer, dass Schmerzen entstehen. Ich möchte gerne noch die Folien durchgehen, weil es wäre so schade, wenn wir etwas nicht zeigen würden. Die Folie kommt von einer Studie, die wir an der Universität Calgary gemacht haben. Man sieht wieder den Minister Yusuf Hassan Abdi, wie er mit der noch bis vor kurzer Zeit im Rollstuhl war, jetzt gehen kann und wie seine Gelenke stabiler werden. Mhm. Die Studie haben wir in Calgary gemacht, an der Universität. Und die zeigen eigentlich links, die linke Seite sind instabile Knie, weil nur die großen Muskeln, vor allem die großen Muskeln, die äußeren Muskelschichten gehen. Wenn man auf flachen Boden geht, gehen wir ja nicht balancierend, sondern man setzt einen Fuß vor den anderen. Durch die Anspannung der Quadrizepsmuskulatur, Hüftbeugermuskulatur. Wir lassen uns dann auf den Boden fallen. Könnten wir es vielleicht noch einmal zeigen? Wir lassen uns dann auf den Boden fallen. Und entsprechend ist das linke Knie, also dort bei diesem Modell, das linke Knie dort instabil. Ja, massiv nach vorne und nach hinten. Ja, oder? Wenn man balancierend geht, wie der Yusuf Hassan Abdi das auf der Matte macht, wenn man die Füße, wenn man mit den Füßen balancierend geht, dann hat man mehr noch kleine Muskeln aktiv,
Wir haben im Modell dann kleine Federlein angebaut und unten aus der Studie sieht man, sind die Kräfte jetzt, die Ballone links, ja, sind Scherkräfte, ja, schädliche Kräfte, und rechts werden diese schädlichen Kräfte viel kleiner. Ja. Das heißt, das Gelenk wird stabiler. Das sind ja unglaubliche Bilder. Unglaublich. Wenn man das sieht, diese Unterschiede. Das sind massive Unterschiede, einfach durch das balancierende Gehen, weil die Füße balancierend gehen. Was sagen die Krankenkassen? Die müssen doch diese Schuhe zahlen. Das müsste doch eigentlich vom Arzt verordnet verschrieben werden. Das ist doch ein Rezept. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das günstigste überhaupt, oder? Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Kranken mehr und keine Probleme mehr. Und die übrigens 20% der Krankenkassenkosten werden alleine für orthopädische Operationen verwendet. Dieser ganze Umsatz würde wegbrechen. Oder ein Teil dieses Umsatzes. Aber da verkauft man lieber Einlagen oder bezahlt als Krankenkasse lieber Einlagen, weil da werden weil die Gelenke dann, die Füße werden dann steif. Und wenn die Füße steif werden, wird der ganze Körper steif. Das sieht man ja bei uns in unseren Breitengraden, wie steif und wie unbeweglich die älteren Menschen werden. Und das ist natürlich fürs Geschäft viel besser. Ich sage nicht, dass das bewusst passiert, dass man das bewusst macht, aber es ist halt ein System, das so eingespielt ist und wo man, viele Ärzte glauben wahrscheinlich selber, dass die Operation nötig die, ist, die einzige Alternative ist. Und dass man das neu gehen lernen. Auch die Patienten wollen das oft gar nicht, weil das ist viel mühsamer. Es ist natürlich einfach, sich operieren zu lassen. Dann ist man vielleicht mal für 2-3 Jahre geht es einem ein bisschen besser. Aber dass das eine Schonhaltung impliziert und auch Gewebe, Bindegewebe, Faszien verschnitten werden, ja, und dass die nächste Operation vorprogrammiert schon, das wird leider dann häufig außer Acht gelassen. Ja, trotzdem frage ich mich wirklich, kriegt man das nicht hin, dass das eine Medizinzulassung kriegt, dass die Ärzte geschult werden dazu, dass du vor Ärztekongressen darüber berichten kannst mit diesen Ergebnissen, denn in jedem Fall wie Schuppen vor den Augen, wenn ich das sehe. Wir sind dran. Wir sind eine Krankenkassenaktion, ist am Laufen. Mhm. Und das ist natürlich schon unser Ziel. Aber das ist gar nicht einfach. Man sieht das in der Naturmedizin, ist das ja ähnlich. Man sieht als Krankenkasse zuerst mal die Kosten, die auf einem zukommen, und nicht der Gewinn oder das Sparpotenzial, die sie damit hätten. Aber wir haben bereits einige tausend Kunden, die jetzt mitmachen bei dieser Petition. Oh, cool. Und wow. Wir sind auf gutem Weg damit. Wow. Die Sendezeit ist durch, obwohl wir noch so schöne Folien haben. Ich glaube noch schnell durch, das können wir ein bisschen. Da gibt es sicherlich auch noch viel zu sagen, aber das müssen wir halt in eine andere Sendung reinpacken, lieber Karl. Danke ganz herzlich für diesen ersten Einblick wieder auch in die Arthrose-Patienten rein, dass wir hier eine unglaublich tolle Möglichkeit haben, dass man schmerzfrei gehen kann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht wirklich um Sie und es geht um all Ihre Bekannten und Verwandten, um Ihr Umfeld. Bitte sind Sie doch so gut und teilen Sie doch einfach diese Sendung zu diesen Menschen, die wirklich geplagt sind mit Arthrose, mit Schmerzen beim Gehen. Mir tut es jedes Mal weh, wenn ich mit dem Auto hierher fahre und Menschen auf dem Trottoir sehe, die so wirklich mit Schmerzen gehen, es tut einem richtig weh. Und ich habe selbst erfahren und gesehen, es muss nicht sein. Und man kann mit diesen rückfedernden Sohlen, mit diesen Schuhen so viel Gutes tun für den Menschen, für den ganzen Bewegungsapparat. Das ist darum ein Segen und für mich ist deshalb auch der Karl Müller ein Held. Danke ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Danke, alles Gute. Alexander. Danke gleich. Bis ein anderes Mal. Und Ihnen auch. Danke fürs Zuschauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.